während ich noch versuche, mein Pad zu laden, können wir ja beginnen mit Anträgen. Ich überrasche euch jetzt mit Anträgen für das übernächste Plenum, weil wir müssen ja bis Freitag 12 Uhr unsere Anträge für das Aprilplenum eingereicht haben. Das heißt, wir sind in der Antragswoche. Hat denn jemand von uns einen Antrag vorbereitet? Oder wird irgendjemand einen einreichen? Ich kann das noch nicht versprechen. Ich habe diese Woche noch zwei Gespräche zu den wohnungspolitischen Anträgen, die wir schon für März auf der Tagesordnung hatten. Ob wir die Anträge wirklich stellen. Es geht einmal um das WAG, also um das Wohnungsaufsichtsgesetz, und es geht um die Frage der Wohnraumförderung insgesamt. Das hängt davon ab, ob wir von den Verbänden hier die Unterstützung bekommen, die wir angefragt haben. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, Anträge zu stellen, von denen wir dann aber nicht wissen, ob sie im Plenum durchkommen, oder Anträge zu stellen, die wir mit der Regierungsmehrheit, der Koalitionsmehrheit einbringen könnten. Dann müssen wir noch, das hängt von den Gesprächen ab, die ich in dieser Woche noch führen werde. Okay. Also mir wurde schon zugesagt, dass wir das für April noch hinzukriegen versuchen würden, aber bei der SPD weiß man nie ganz genau, ob solche Zusagen von Dauer sind. Ich habe aktuell nichts in der Pipeline an Anträgen. Ich habe eine kleine Anfrage in der Pipeline. Ich warte auf Antworten von kleinen Anfragen, aber ein Antrag ist im Moment nicht absehbar. Ich werde mich in den nächsten Wochen, auch wenn es gerade irgendwie mit der Zeit sehr schlecht aussieht, um die Enquete kümmern wollen. Das heißt, erstmal keinen neuen Antrag persönlich. Eine Ausnahme könnte sein, weil wir am nächsten Antragsdienstag so ein schönes Datum haben, dass ich mir doch noch was überlege. Aber das müsste ich ja noch bis Freitag machen. Also wenn jemand eine Idee hat, weil wir nächsten Antragsdienstag, den 1. April haben, ich bin gerne mit dabei, was Schönes auszuarbeiten. Es gibt leider bei uns allerdings einen kleinen Knäckel. Das muss schon gut sein und durch die PGF-Runde durchgehen, wo Nico nicht da sein wird. Wir müssen unsere Sache, oder wir müssen ihn stellen und sofort wieder zurückziehen, ist vielleicht auch doof. Naja, jedenfalls könnte man da was tun. So, haben wir sonst noch was? Könnten wir nicht den Flugzeuglandeplatz hier auf dem Haus für die Abgeordneten steuerpflichtig machen? Das wäre auch gut. Meint der Ding durch die PGF-Runde, so ein Antrag? Wahrscheinlich nicht. Ja. Hubschrauberlandeplatz könnte man mal beantragen. Wie gesagt, schade, dass Nico nächste Woche nicht da ist. Und ich kann ihn nicht vertreten in der PGF-Runde. Ich muss vorher alles mit Herrn Rasche klären. Naja, insofern ist der Spaß leider dahin, aber vielleicht gibt es ja irgendwas Hübsches. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal zu den offenen Redeslots und gucken einmal an, was für uns für uns wichtig ist. Entschuldigung, ganz kurz, Oliver, weißt du, wo Stefan ist? Gesehen habe ich ihn schon. Soll ich ihn gut suchen? Ich habe ihn gesehen, mach du mal weiter. Simone, hast du noch einen Antrag fürs Aprilplenum? Irgendwas in der Pipeline? Gut, das war die erste Frage hier. Dann zu dem jetzigen Plenum diese Woche. So, wir beginnen mit Mobilität für alle, rede ich. Wir machen weiter mit Bundesfernstraßenplanung, redet Stefan. Wir haben allerdings Block 2. Eigentlich wollte ich ihn gerade fragen, ob ich mich bereithalten soll für eine zweite Rede. Dann, Hebammen ist nicht unsere Sache. Homosexuelle sind auch nicht unsere Sache. Fragestunde. Das ist jetzt so. Fragestunde. Schmutzige Kraftwerke sind unsere Sache. Das ist allerdings die kleine Anfrage von Kai. Schlaganfall, gleicher Lohn.
Transparenz bei Sozialausgaben, Videoüberwachung, Kirchensteuer, Modernisierung des Vermessungs- und Katasterwesens. Da bin ich ja als Geograf aufmerksam geworden. Ist auch noch kein Redner da, aber ist eigentlich ja auch nicht unsere Sache. Oder? Doch, das Bau. Nein. Kataster? Innenausschuss. Eigentlich, weiß nicht. Also ich trage mich da jetzt nicht freiwillig extra ein. Das ist eigentlich nicht unsere Sache. Dann haben wir, aber es steht noch kein Redner. Es gab doch da die Anfrage der Ingenieurkammer in der Behandlung im letzten Plenum uns zu enthalten, weil hier ein Fehler im Gesetz unterlaufen ist, nämlich das Versäumnis, auf ein anderes Gesetz zu verweisen. Und deswegen haben wir uns enthalten. Und jetzt gibt es einen Textvorschlag von Ulrike zum Umgang damit. Das heißt, wir sind hier mitten in Innen und nicht bei uns. Auch wenn die Ingenieurkammer Baurecht äußert hat. Dann haben wir, es hat ja links noch kein Redner gemeldet. Und die Straßen, da sind wir mal. Dann haben wir. Das geht mir zu schnell, Oliver. Mobilität für alle haben wir, dann haben wir. Da waren wir schon links. Landes, ja, okay. Ich sag ja, es geht mir zu schnell. Soll ich nochmal zurückgehen? Nein, ich habe das zweite Pad auf und kopiere mir das da raus. Alles klar, mach weiter. Ach, wir können aber trotzdem mal gehen, weil Stefan jetzt da ist. So, ich wiederhole nochmal, also wir haben Mobilität für alle und mich als Redner gleich am Anfang, als Start, nach der aktuellen Stunde. Wir haben übrigens zwei aktuelle Stunden eingereicht, nur zur Info. G8 haben wir nicht eingereicht. Das haben wir als Vorstand so nicht hingekriegt. Und wir haben allerdings eingereicht, etwas zusammen mit der CDU. Ja, wir haben nach 12 Uhr, dann kann ich das mal sagen, zum Thema Breitbandausbau. Das ist, Linus hat das gemacht und für Kai vor allem interessant. Und wir haben was eingereicht zum Thema Evonik und Parteispenden. So. Mobilität für alle rede ich zu, haben wir Block 1. Dann Landesregierung muss dringend Bundesfernstraßenplanung vorantreiben, redet Stefan zu. Ist allerdings Block 2 und meine Frage an Stefan ist, ob ich mich bereithalten soll für eine zweite Rede oder ob du alle 8 Minuten nimmst. Ist noch nicht ganz raus, also... Das sollte bis morgen feststehen. Bis morgen ist das... Würdest du mir vor der Fraktionssitzung noch eine Notiz senden, ob du die 8 Minuten komplett hältst? Stefan, es wäre hilfreich, wenn du mir auch deine... zumindest deine Stichwörter schicken würdest, damit ich Oliver entsprechend... Ja. So, dann haben wir erstmal... Entschuldigung, Oliver, gibt es denn die Möglichkeit hier nochmal die Frage zu stellen, warum das Block 2 ist? Oder wenn die CDU wird es am Ende... Ich sehe überhaupt den Redebedarf nicht für Block 2, aber egal. Also die PGF-Runde und Ältestenrat ist vorbei, das heißt... Es geht jetzt nur noch auf Antrag der CDU. Das Einzige, was wir tun können, ist praktisch mit bilateralen Gesprächen was zu machen. Ansonsten schicken wir morgen nur die Rednerliste mehr. Okay. Also die schicken wir nur, da wird nicht nochmal diskutiert. Dann Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bereinigung des Landesrechts fortgeltenden ehemaligen Reichsrecht, auch Innenausschuss. Da hat sich auch noch niemand eingetragen. Was war mit 14? Vermessung und Katasterwesen? Da haben wir eben drüber gesprochen. Ja. Das ist eigentlich Innenausschuss. Es gibt allerdings noch keinen Redner. Das heißt, wir machen das nicht. Möchtest du das gerne? Nein, wenn dann hätte ich dich, weil Kataster und so. Ja, da steht zwar so Kataster und so, aber das war es dann auch schon. Das ist eher so ein Orga-Kram und nicht inhaltlich, ne? Ja. Ja. Also es geht hier um ein Gesetz und dieses Gesetz, Ulrike hat es mir vorhin erklärt,
Also es geht hier um die Anwendung eines anderen Gesetzes. Und da ist Empfehl unterlaufen. Das ist jetzt heute wahrscheinlich die Verbesserung. Da haben wir überhaupt nichts mehr zu tun. Also die Debatte ist auch schon gelaufen. Orga-Fugraum. Na, notfalls gehe ich nach vorne und lese vor, was Ulrike geschrieben hat. Das ist ja schon eine halbe Rede. So, dann haben wir Regelarbeitszeit. Feuerwehr ist nicht unsere Sache, ist auch Innenausschuss, aber hat sich auch noch keiner gemeldet. Ja, dann haben wir allerdings Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur Änderung jagdlicher Vorschriften. Ist die Abstimmungsempfehlung dafür und Redner Hans Jörg, ist eigentlich alles drin? Alles klar. Perfekt. Dann haben wir Gesetz zur Modernisierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Achso, ist nur Einbringung. Das war's. Dann haben wir Donnerstag, Aktuelle Stunde, danach Kinderbildung, danach Neustadt Wissenschaft, bin ich dabei, aber das ist nicht unsere Sache. Danach haben wir Schulsozialarbeit, dann haben wir Jugendfit für die Zukunft, Berufsperspektiven für Mädchen, Strafbarkeitslücken, Nacktfotos, macht Dietmar. Dann haben wir Bundesberggesetz, das ist auch soweit klar, Nixus ist Referent, Redner Kai, gibt es eine Abstimmungsempfehlung? Achso, ist ja ein bisschen der Antrag, würde ich sagen, dafür. Dann schreibe ich mal dafür rein. Ist das jetzt verschoben worden auf Donnerstag offensichtlich, ja? Ich hätte das noch Mittwoch. Also es wurde was verschoben, das weiß ich. Mein Dings Wissenschaft ist auch von Freitag auf Donnerstag gekommen. Wahrscheinlich je nachdem, wie die Minister anwenden sollen. Also ich gehe davon aus, dass das die neue Variante ist mit dem Donnerstag Bundesberggesetz. Da hast du einen Tag mehr. Mhm. Ist das direkte Abstimmung gewesen? Ja. Ja, okay. Dann ist dafür auch wichtig, dort einzutragen. Dann haben wir Kriminalitätsstatistik, Kirchengemeinwohl, Evaluierungskultur, Wirtschaftsförderprogramme. Da haben wir doch noch eine Lücke entdeckt. Zeitgemäße Evaluierungskultur für Wirtschaftsprogramme. Ist unser Antrag? Ist unser Antrag. Also ist unser Antrag, genau. Genau. Dem kann man fast zustimmen für die Ausschussüberweisung. Ist Ausschussüberweisung. Ja. Ich sehe da einiges kritisch drin, aber. Ich weiß, ja, ich habe ihn geschrieben. Ja. Und wer redet? Ja, dann unter Vorbehalt. Ja. Dann unter Vorbehalt, genau. Das wollte ich eigentlich wissen, wer redet. Ja, Daniel. Wenn er da wieder fit ist. Sonst musst du das nehmen. Dann haben wir, wie geht es weiter mit dem Braunkohlebergbau? Da steht zwar Referent Nixus, unser Redner Kai. Wir haben noch keine Abstimmungsempfehlung. Dann kommt die gleich. Okay. Wir raten eigentlich dazu, das nicht als Antrag zu stellen, sondern einen Bericht der Regierung anzufordern. Ja, das ist so ein Es ist ein alberner Antrag im Prinzip, weil er im Prinzip sagt, hey, berichtet uns mal. Die Frage ist, ja, dem kann man zustimmen, den Bericht hätten wir auch gerne, aber eigentlich gehört das nicht ins Plenum, sondern in den Ausschuss. Also so ist die Lage da. Von daher tue ich mich da etwas schwer zu sagen, stimmen wir dafür oder stimmen wir dagegen. Also diesem Berichtsansinn kann man natürlich zustimmen, aber es gehört da eigentlich nicht hin. Also es ist auch direkte Abstimmung. Ja, werde ich tun. Ist direkt abstimmen. Also, ja, wir werden dann zustimmen, weil die Forderung richtig ist, aber es sei denn, ich finde im Text noch irgendwas, was mir nicht gefällt. Und, ich habe den noch nicht gelesen, den Antrag. Nur die Beschlussempfehlung. Also den Beschluss. Dann korrigiere das bitte im Pad notfalls. Ja, mach ich. Also ich schreibe jetzt einfach Zustimmung hin, so. Nicht korrigiere das. Ich schreibe jetzt nicht irgendwie vielleicht oder was. Schreib mal vielleicht hin. Soll ich doch hin? Dann schreibe ich vielleicht hin. Schau. Kölner Gedenken an die Opfer ist nicht unseres, auch wenn Simone redet, oder? Was? Ist nicht unser AK, auch wenn du redest. Auch wenn ich rede, nein. Veräußerung von Grundstücken macht Evitma. TTIP ist aber unsere Sache und ist auch unser Antrag. Haben wir aber noch nichts eingetragen. Das kann nicht sein. Was ist das überhaupt? Macht Daniel das? TTIP? Ja,
Ich glaube eigentlich eher, das geht doch eher Europa. Das ist eigentlich Europa, müssen wir vorwarten. Ja, glaube auch. Okay, da steht noch niemand. Dann sieht das auch nicht aus, wenn jemand steht. Wer hat den Antrag auch gemacht? Wir haben das nicht gemacht. Mal zu der aktuellen Stunde. Nein, Nummer 15 am allgemeine Geschichte über. TTIP, das war ein. Wir haben TTIP-Antrag eingereicht. Ja, Nico hat den noch eingebracht. Oder? Okay, dann muss er das machen. Dann wird er das sicherlich gleich eintragen. 8 Länder in Deutschland. Schreiben schwarze Zahlen, nur NRW nicht. So, dann haben wir den Freitag, aktuelle Stunde, und dann kommt Industriestandort NRW. Kai redet. Erneuerbare Energien. Was sind denn unsere Abschlussempfehlungen nennen? Das müssen ja mehrere sein. Das ist keine, das ist ja eine aktuelle Stunde. Nee, es ist nicht. Es ist keine aktuelle Stunde. Es ist keine aktuelle Stunde. Das sind zwei Anträge, die gemeinsam behandelt werden. Einer der FDP, dem wir nicht zustimmen wollen, und einer der SPD, Grünen. Wo viel Vernünftiges schon drinsteht. Aber. Gibt's morgen. Ja. Gut. Weißt du Bescheid, dass dann noch geht? Verbraucherbildung in der Schule nachhaltig. Das ist in der Schule, habe ich gelesen. Das machen die Schulleute. Ja. Dann Entwicklungschancen eröffnen. Achso, das ist ja unseres. Entwicklungschancen eröffnen, nicht beschränken. Rot-grüne LEP-Novelle darf Kommunen und Wirtschaft nicht erdrosseln. In Verbindung mit Landesregierung muss beim Landesentwicklungsplan Transparenz herstellen. So, das ist interessanterweise nur Block 1, obwohl das so viel ist. Wir werden einen Änderungsantrag einbringen für den CDU-Antrag. Wo schreibe ich denn das jetzt hin? Ja, dazu gibt es einen neuen Stand. Ja. Heute Morgen die Staatskanzlei informiert, dass sie bis Ende der Woche sämtliche Stellungnahmen online stellen wollen. Ach, dann können wir unseren Änderungsantrag auch sein lassen. Also der ist Gegenstand. Kommt jetzt nur noch darauf an, wie die online gestellt werden, weil im Änderungsantrag steht ja frei zugänglich, diskriminierungsfrei und so weiter, barrierefrei. Gut, das müssen wir natürlich nochmal nach. Also die Staatskanzlei sagt, sie schafft das bis Ende der Woche. Alles ins Internet zu stellen, ja. Dann könnten wir ihn lassen, wenn es so ist. Das lässt sich, also wir müssten den Antrag halt jetzt einbringen und am Freitag müssen wir ihn gegebenenfalls zurückziehen. Wir können natürlich jetzt einen geänderten Antrag. Ohne die neue Frist können wir natürlich, aber lohnt sich das noch? Nee, überhaupt nicht. Also ich finde, das ist jetzt nur ein ganz kleines, also ein Zwischenthema vom LEP und hat sich eigentlich erledigt. Die CDU wollte ein bisschen Druck machen. Die Regierung hat darauf reagiert, das ist auch gut, stellt die Stellungnahme online, das Thema hat sich doch erledigt. Andererseits, was ich halt charmant finde an einem Änderungsantrag, es ist unser Thema. Das ist die Online, also ist die Verfügung, also die Veröffentlichung nur noch von Stellungnahmen. Also wir haben einen Änderungsantrag gemacht, wo wir die Frist ein bisschen länger gesetzt haben, weil wir dachten, also wenn das Freitag abgestimmt wird und bis Montag früh soll alles veröffentlicht sein, ist vielleicht ein bisschen knapp. So, wenn das allerdings die Staatskanzlei schon von sich aus macht, weil sie das vorhat, dann ist es natürlich nicht zu knapp. Ja. Dann brauchen wir allerdings diesen Antrag nicht stellen. Aber unsere zweite Sache, die in dem Änderungsantrag drin stand, war oder ist, dass wir gerne die Veröffentlichung auch gerne frei zugänglich für alle und nicht irgendwie kann man sich in der Staatskanzlei eingesehen werden oder auf der Seite der Staatskanzlei soll stehen. Also dann gehe ich davon aus, dass auch in unserem Sinne mehr oder weniger gemacht wird. Dann brauchen wir also unseren Änderungsantrag. Nee. Ich würde es auch nicht machen. Also ich weiß zwar, es ist unser Thema, aber das sind über 10.000 Seiten Stellungnahmen. Und ich weiß, dass jeder das einsehen soll und so weiter. Das ist ja völlig klar, das ist unsere Forderung. Aber de facto, das sind 10.000 Seiten und wer liest sich das alles durch? Gut, also, war eine nette Idee mit dem Änderungsantrag, aber dann schade um die schöne Arbeit, aber dann wie verhalten Sie denn dann zum Antrag der CDU? Also im Grunde, also die Forderung der CDU ist von uns ja nicht abzulehnen, aber die Prosa, mit der sie diese Forderung begründen, ist einfach blöd. Also es ist ja ein bisschen LEP oder Landesregierung-Bashing. Ja, dann vielleicht können wir mal anfragen, ob sie es zurückziehen. Und was ist, wenn sie es nicht tun? Und unsere dann nicht mehr da ist? Es ist wirklich ein Gegenstand, sozusagen, würde ich mich dann am Ende enthalten oder so. Ist ja wirklich dann
CDU-Enthaltung. Also wäre jetzt mein Vorschlag. Wenn die Forderungen als solche gut sind, stimmt man dem zu und sagt in der Regel, dass eure Prosa nichts taugt. Ja, das ist ein Wörtgesetzbaukasten. Andererseits sind die Forderungen jetzt auch gegenstandslos, weil es eh verwirklicht ist. Ja. Also in dem Fall würde ich glatte Enthaltung sagen, und weil die Begründung auch nichts taugt. Dann ja, okay. Man kann aber auch nicht dagegen sein. CDU-Enthaltung, also dagegen kann man eigentlich nicht sein. Man könnte höchstens sagen, dafür bringt nichts. Und CDU-Enthaltung und der FDP-Antrag wird abgelehnt. Genau, den muss man aber ernst nehmen. Da muss man sich argumentativ auseinandersetzen, weil da durchaus einige Punkte sind, über die man zu reden hat. Insgesamt ist es natürlich ein Wachstumsbekenntnis. Dagegen kann man dann polemisieren. Aber ansonsten sind durchaus, es ist diesen Antrag, der verdient es einfach, diskutiert zu werden, weil er auch nicht so dahergeschmoddert kommt, wie das jetzt hier im Antrag. Nicht? Ja, ich schreibe hier gerade. Ich habe noch ehemalige alternative Abstimmungsempfehlung darunter geschrieben. Hat sich ja die Sachlage geändert. So, gut. Dann haben wir dazu wer redet denn dazu? Du? Ich rede dazu. Okay. Ja. Also Daniel wollte nicht. Ja. Von Kai habe ich noch nie gehört, dass er zum LEP reden wollte. Achso, er hat auch über E-Mail geschrieben. Ich hatte das geschrieben. Also, ja, ja. Aber ich bin auch der Meinung, dass du das machen sollst, aber wenn nicht, dann. Dann könnte auch ich das. Ja. Dann halten wir uns, da finden wir einen. Das spricht ja nichts dagegen. Wie gesagt, ich verwundere mich, dass das nicht Block 2 ist, dann könnte man nämlich auch mehrfach reden. Haben wir, glaube ich, schon gemacht, Hans-Jörg. Ne? Aber ich bin mir sicher, das war auch nicht das letzte Mal. Ja, das glaube ich auch. Also wir haben dazu noch längere Zeit. Da gibt es ja auch unterschiedliche Schwerpunkte, die man im LEP in der Diskussion setzen kann. Ja, genau. Das wäre sinnvoll für Block 2. Reden können wir absprechen, wer was macht. Gut, dann haben wir Block 1 und außerdem ist es noch eine frühe Diskussion. Dann haben wir politisches. Also ich bleib dann da drauf. Ne? Dann haben wir politisches Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten und Übergang beeinträchtiger junger Menschen ins Erwerbsleben. Das war's. 6 Punkte nur Freitag? Ja. Dann sind wir durch. Kurzer Tag. Kann man kurz schnell nach Berlin fahren hinterher. Der Tummeltagung und dann sind wir durch. Dann sind wir auch, aber was willst du, nach Berlin fahren? Ja. Und dann? Das Atommülltagung und dann ist da Eröffnung des Europawahlkampfs durch die Piraten. An der Herren, Halbnacht. Und Wochenende in Bochum? Landesparteitag? Wir sind leider im Stream, ich kann jetzt nicht nächste Woche. Diese Woche doch. 28.09. Ist nicht jetzt am nächsten, am Wochenende ein Parteitag in Bochum? Nee, übernächstes. Ja, also erstens in Bielefeld und zweitens Landesparteitag und drittens. Weil Moni zur Piratenparty eingeladen hat am 29. Das hat also nichts damit zu tun. Okay, ich dachte, das wäre das. Nicht, okay. Und wann der Bundestagsparteitag ist, weiß ich nicht. Gibt es da schon Termin? Nein. Angeblich nach der Wahl, aber. Nach der Europawahl, können wir das auch gar nicht hin. Was soll das? Also, interessant daran ist, dass wir heute Morgen gab es noch einen Tweet. Verdrehe ich die Augen? Da stand ein Argument drin. Heute Morgen gab es noch einen Tweet, der Aufstellungsversammlung NRW hat 11 Tage nach der Auflösung des Landtages stattgefunden. Das heißt, wir haben die größte Versammlung NRWs ever in 11 Tagen auf die Beine gestellt. War aber auch teuer. Die war teuer, ja. Selbstredend. Aber wir haben das in einem LV geschafft, mit über 500 Teilnehmern das Ding auf die Beine zu stellen in 11 Tagen. Also von daher, ich bin da bereit, denen da ein bisschen Zeit zu geben, aber. Naja, nach der Wahl. Das geht auch schneller. Ja, warum nach der Wahl? Weil wir jetzt nicht diesen Teil haben, den wir vor der NRW-Wahl hatten. Wir kriegen das, glaube ich, nicht vernünftig hin. Also ernsthaft nicht. Wir haben nicht die Leute. Das hat mit Drive überhaupt nichts zu tun, ob wir hinkriegen. Gut, da wir hier eh kein BPT beschließen können. Schade. Ja, gibt es noch was fürs. Das ist in der Tat sogar schade. Wir können ja gerne ein BPT beschließen. Ja, unter Änderung der Tagesordnung, Satzungsänderung, die Fraktion beschließt über Bundesparteitag. Der AK4 beschließt nur der AK4.
trage ich ins Protokoll ein. Nächsten BPT. Wer kümmert sich? Okay, dann hätten wir, wenn wir jetzt nicht zum nächsten Plenum haben. Gibt es noch was zum nächsten Plenum? Ne? Dann könnten wir kurz mal durch die Ausschüsse schleichen und hätten den A18 als ersten. War unspektakulär, oder? Ja, dass das Fachgespräch war. Es geht mal wieder um Breitbandversorgung. Das wird ja auch in der Aktuellen Stunde noch angesprochen, falls sie durchkommt. Wir hatten ein Fachgespräch mit zwei Experten zum Thema Breitbandausbau mal wieder. Diesmal beantragt von der CDU und eigentlich mit der speziellen Fragestellung, ob Breitbandforderung über den F-Reform geht. Weil da kommt ja in Nordrhein-Westfalen das meiste Geld ja im Wirtschaftsbereich, also irgendwie 3/4 der Wirtschaftsförderung wird halt über EU-Gelder gemacht. Deswegen ist eine ganz zentrale Frage, ob Breitbandförderung über EFRE gehen wird in dem jetzigen, also in dem Förderprogramm 2014-2020. Und da hat nämlich die Landesregierung eine andere Auffassung als wir, nämlich in der offiziellen EFRE-Verordnung steht drin, dass es möglich ist. Und die Landesregierung sagt immer, nee, die Kommission würde angeblich dagegen sein und es geht nicht. Und das war ganz interessantes Fachgespräch, weil anscheinend, ich glaube, der SPD und CDU ein Fehler unterlaufen ist. Die haben nämlich unseren ehemaligen Experten aus unserer Anhörung eingeladen, als ihren Experten. Gut. Ja, das heißt, da saß jetzt ein Experte von der Opposition, sage ich jetzt mal, der natürlich vom Landkreistag, der natürlich für Breitbandförderung ist, ganz auf unserer Seite. Und der zweite Experte, den wir früher eingeladen haben, und der hat ganz diplomatisch angefangen, da habe ich mich schon gewundert, wie haben sie den eingefangen irgendwie, hat er einen neuen Job irgendwie bei der Regierung oder so. Ja, dann ging es los und da mochte auch gerne sich selbst hören, gut, jetzt haben wir einen Stream, also, der mag gerne sprechen und der hat diplomatisch angefangen und dann aber eine Steilvorlage nach der anderen und der Wirtschaftsminister saß daneben, konnte noch nicht stoppen natürlich, konnte nicht sagen, es war sein Experte oder natürlich Experte der SPD, der Fraktion und das war super. Und ich habe schon zu Daniel gesagt, der schreibt unseren nächsten Antrag. Also der hat wirklich dem Minister da 5, 6, 7, 8 Sachen gesagt, was alles nicht gut läuft. Und das stimmt auch wirklich. Also man kann wirklich vieles besser machen. Das ist einmal eine Geldfrage, auf der anderen Seite kann man auch mit wenig Geld könnte man mehr machen als jetzt. Und das alles ist super gelaufen. Ja, und daraufhin hat die CDU jetzt auch noch eher nochmal nachgelegt und auch diese Aktuelle Stunde dann gefordert, wo wir jetzt auch mit drauf sind. Also das läuft ganz gut. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ich habe noch eine Frage zu dieser EFRE-Förderung. Also ja. In der Landwirtschaft im Bereich ist das ja, läuft das ja über Förderung im ländlichen Raum. Über genau. EFRE ist Breitbandförderung mit drin beim Umweltminister. Es gibt also die Förderung über den ELA für den ländlichen Raum, genau. Und da, darüber soll Breitbandversorgung laufen. Allerdings, dieses Programm ist eigentlich für sehr, sehr ländliche Räume. Ja. Gemacht mit Vorgaben des Erbst, zum Beispiel, dass die Breitbandversorgung nur bis 2 Mbit gefördert wird. Also es geht wirklich um ländliche, eigentlich, also es ist ja ein europäisches Programm. Ne? Und da geht es eigentlich um sehr, sehr ländliche Räume und da eine Grundversorgung aufzubauen. Und diese sehr, sehr ländlichen Räume, das wird uns auch erklärt, da gibt es hier in Nordrhein-Westfalen eigentlich fast gar nicht. Doch. Also nicht, nein, also nicht. Es gibt mehrere ELEC-geförderte Regionen in Nordrhein-Westfalen. Ja, das ist ein Vorschreiten. Wir haben uns die Intention genannt und haben uns gesagt, was die Rahmenbedingungen sind. Und nach deren Vorgaben gibt es wirklich nur wenige. Ja. Genau, das sind zwei verschiedene Ebenen. Also die europäische Ebene, dafür ist Nordrhein-Westfalen relativ städtisch. Ja. Und auf jeden Fall, wir haben ja gar keinen Dissens, dass auch wir unterversorgte Gebiete haben. Ne? Das sind wir uns ja alle einig. Und deswegen sind die Vorgaben für ein ELAN-Programm aber ganz, ganz, ganz scharf, dass es wirklich nur für ländliche Räume ist und auch kein Glasfaser oder so, ne? Sondern wirklich nur. Und die Gemeinden unter 10.000 Einwohner dürfen nur und so weiter. Und es fließt relativ wenig Geld. Das heißt, es ist völlig klar, wenn wir also mit unseren Vorstellungen, was eine gute Breitbandversorgung ist, wenn wir mit denen da reingehen und auch das Thema voranbringen wollen, dann müssen wir den EFRE-Fonds mit reinnehmen. So. Das geht ja um die Finanzierung der nächsten 6 Jahre. Also das ist jetzt gerade die Weichenstellung. Also ob jetzt aus dem Land Nordrhein-Westfalen wirklich ein Impuls kommt oder nicht. Und darüber geht es jetzt sozusagen gerade.
Aber du hast völlig recht, über den ELA läuft es gerade, und, aber wie gesagt, halt nur auf so einer relativ niedrigen Ebene. Ja, das ist das Spannendste, würde ich sagen. Gut. So, Fragen sonst? Bergbausicherheit, gibt es da was Neues? Nein, keine Sitzung. Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Verkehr. Hatten wir die Ausschusssitzung sogar vorletzte Woche? Kann jemand anders im Moment kurz das Protokoll übernehmen, weil ich jetzt mit was anderem hier beschäftigt bin? Ja, ich habe da jetzt auch schon was reingeschrieben. Im Europaausschuss, das war letzten Freitag, wurde nun jetzt ein Entschließungsantrag der SPD, Grüne, Piraten zum Gigaliner-Antrag verabschiedet. Das heißt, unser Gigaliner-Antrag ist jetzt final behandelt. Der wurde zwar abgelehnt, wir haben als einzige Partei zugestimmt, aber wir haben einen Entschließungsantrag, der ist fast genauso. Ist etwas breiter aufgestellt, was die Ablehnung von Gigalinern betrifft, und hat dafür nicht so eine schöne Begründung fordert die Landesregierung auch auf, generell bei der ablehnenden Haltung zu Gigalinern zu bleiben, weil das war bei uns gar nicht drin. Gut, das ist durch. Bei uns im Ausschuss war Neubau der 1, das sage ich jetzt schon mal im Vorfeld, weil ihr das auch hattet. Also wir hatten 13 Tops, aber darunter waren Neubau der 1, Brücke Leverkusen, Erkenntnisse und Umgang mit der Dünenauendeponie. Da haben wir dann doch eine relativ ausführliche Antwort gekriegt. Ich hoffe, ihr habt ja auch gesehen, was wir als Vorlage gekriegt haben. Und wir hatten auch die Abholzung im Rahmen von Gehölzpflegemaßnahmen durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW. Da wurde zwar von vielen Seiten gesagt, ja, so radikale Maßnahmen dürften ja nicht mehr sein, das ist natürlich billiger, das wissen wir. Und die Landesregierung hat auch gesagt, ja, wollen wir nicht mehr, aber letztendlich haben wir eine Vorlage bekommen, wo nur ein Zeitraum abgebildet war, sodass man natürlich nicht anhand eines Vergleiches irgendwelche Schlüsse daraus ziehen konnte. Ich habe mal geguckt, von diesen 350 Aktionen, wie nennt man das, also von den Dingen, waren irgendwie 25 davon waren auf Stock setzen, das heißt wirklich radikal. Aber sagen wir so, bis auf irgendwelche Bekenntnisse im Ausschuss haben wir dann im Ausschuss nicht viel drüber dann als Ergebnis rausholen können. Und der nächste Ausschuss ist am 3. April, Abgabetermin für Anforderungen, Berichte der Landesregierung ist heute, weil das 10 Tage vorher bei uns immer ist. Und ich habe zwar über Carsten eine Frage, die man stellen könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Ausschuss relevant ist. Zum Thema, wie sieht denn jetzt die neue Förderung zum Thema soziale Stadt aus? Weil es ja jetzt ein neues Programm gibt. Und ich war mit meiner Mitarbeiterin Britta am vorvergangenen Samstag, und stimmt, Stefan war ja auch bei einem Teil noch dabei, ja, auf einer Veranstaltung, wo Frau Hendricks, die jetzt Bundesbauministerin ist, und da hat sie auch noch was kurz dazu erwähnt, es war aber jetzt nichts, wo man was draus ziehen könnte. Dann haben wir in unserer Anhörung Infrastruktur der Piraten, unser Antrag zum Infrastruktur-ÖPNV-Finanzierung am 3.6. um 13.30 Uhr. Und die Sachverständigen sollten wir diese Woche noch eintüten, weil wir müssen die ja rechtzeitig fertig haben, weil ja bis zum 3. April war ja vereinbart, steht alles, und wir sollten ja vorher fertig sein. Genau. Also müssen wir diese Woche eintüten. Also von unserer Seite ist alles fertig, wir warten halt auf die, also wir haben die anderen haben schon alles von uns? Nee, oder? Also nee. Wir müssen ja liefern. Nee, wir müssen ja. Ich warte immer noch auf die Position der CDU. Ich habe jetzt mit dem Referent schon zweimal gesprochen, hat noch keine Sachverständigen, noch keine Fragen benannt. Ansonsten ist alles fertig. Und da ich ihn nicht ohne Fragen, ohne Sachverständigen Benennung sozusagen entlassen möchte, werde ich dann... Müssen wir uns nur diese Woche drum kümmern, muss diese Woche irgendwie
über die Bühne gehen. Ja, das war's von meiner Seite aus. Gibt es Ergänzungen, Fragen? Ne? Dann können wir gleich zum A17 gehen. Da steht auch schon, was Lilanes. Genau. Und deine Wort schreibt ja schon fleißig. Ja, wir hatten also Ausschusssitzung auch letzten Mittwoch. Da gab es einen Bericht der Landesregierung zu einem erneuten Zwischenfall in der Raffinerie von Shell in Wesseling. Wir hatten Shell Wesseling ja schon mehrfach im Umweltausschuss auf dem Thema. Ich habe da nochmal wieder wiederholt, dass einfach auch die Frage der Zuverlässigkeit des Betreibers nach Bundesemissionsschutzgesetz zu stellen ist. Der Minister vertrat dann beim letzten Mal schon die Auffassung, dass sie das dadurch umgehen, dass sie das auf die personelle, individuelle Ebene ziehen und nicht auf die systemische Ebene. Das heißt, selbst wenn man sagt, da gibt es ein Problem mit der Zuverlässigkeit, da wird einfach irgendeine leitende Person ausgetauscht und damit ist das Problem dann gelöst, das in Wirklichkeit aber ein systemisches Problem von Shell ist. Aber so wird das in dem Bereich wohl gehandelt, sagte der Minister, deshalb könnte man da wenig machen. Also Entzug der Betriebsgenehmigung war so meine Forderung, ne? Wenn die da jetzt nicht mal richtig was ändern. Dann gab es das Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes, die kleine Jagdrechtsnovelle. Da haben wir den Anträgen der Regierungsfraktionen zugestimmt und modular einen Antrag der CDU abgestimmt, wo wir das letzte Modul genommen haben. Das war eine redaktionelle Änderung, da war eine Art Tippfehler drin. Ich habe die CDU dann noch beglückwünscht, dass das Lektorat bei denen zumindest noch funktioniert. Und ansonsten hatte der CDU-Antrag einfach nur Dinge drin, die keine wirklichen Änderungen gebracht hätten. Also die machten da Yacht-Verbandslobby-Politik. Dann haben wir einen Entwurf einer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Forstrechts gehabt. Da haben wir aber nichts weiter zu abgestimmt, nur so zur Kenntnis genommen. Dann kam Thema, das war eher Kai, die Vermeidung von Greenwashing bei der Umstellung der Stromversorgung der Gebäude bzw. Liegenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen auf elektrische Energie aus regenerativen Quellen. Unser Antrag, willst du dazu was sagen, Kai? Wurde da abgelehnt, ne? Ja. Also auch die Vollkorn-CDU war dagegen. Dann Neubau der A1 Rheinbrücke Leverkusen. Da ist eine Altlast, eine alte Giftdeponie, die sie da jetzt, mit der sie jetzt ein Problem haben im Zusammenhang mit dem Neubau. Dazu gab es einen Bericht der Landesregierung. Dann hatten wir das EU-Schulmilch- und Schulobstprogramm ab 2015 auf dem Programm. Simone? Ja. Ja? Auch nur ein Bericht der Landesregierung? Ja, war ja auch positiv, dass es uns erweitert wird, dass wir nicht mehr Schulen und Schüler da in den Genuss kommen und ja, alles gut. Dann hatten wir einen Sachstandsbericht zur Salzpipeline in die Nordsee, also aus den Kalibergbaugebieten in der ehemaligen DDR wird halt Salz im Moment. Das abfällt, das können sie nicht verwenden, das muss dann eben, müssen sie irgendwie loswerden. Und jetzt wollen sie eine Salzpipeline in die Nordsee bauen. Die Pipeline wird über nordrhein-westfälisches Gebiet auch laufen. Insofern spielt das eine Rolle für uns. Und sicherlich ist das eine gute, die beste Möglichkeit, habe ich gesagt, wäre natürlich, wenn man das, was da anfällt, wirklich alles verwerten könnte. Aber das betriebswirtschaftlich rechnet sich dann nicht, das ist zu teuer. Und wenn man das dann in die Nordsee pumpt, ist es natürlich besser, als wenn man es einfach in die Flüsse leitet. Wir haben dann Versalzungsprobleme in den Flüssen. Haben wir übrigens auch an der Lippemündung, die ist so salzig wie die Nordsee, das hat aber andere Gründe, das hat jetzt nichts mit dieser Salzförderung zu tun. Ja, und ich habe dann auch gesagt, die sollen halt einen schönen Düker bauen in der Nordsee, also relativ weit weg von Ästuaren, also von Mündungsgebieten von Flüssen und Wattenmeer mit den wechselnden Wasserständen der Gezeiten. Die sind relativ empfindlich, diese Biotope, und haben eine sehr spezialisierte Lebensform da Ökosysteme, und wenn man das dann macht, dann sollte man wirklich ein Stück rausgehen in die Nordsee, da wo das Wasser tief ist, und da kann man dann die Salzlauge reinleiten, dann macht das keinen großen Schaden an. Nordseewasser ist eh salzig, hat eh 34 Promille Salzgehalt. Ja, Kahlschlag an Bundes- und Landesstraßen, nicht Landesbetriebsstraßen und NRW, das hatten wir auch das Thema, hat Olli ja eben schon gesagt. Das Problem ist eben, dass die das in diesem Fall generell verkehrt gemacht haben. Die haben Flächen, große Flächen auf einen Schlag auf den Stock gesetzt. Das macht man so normalerweise nicht. Das sind so Gebüsche und Gehölze am Straßenrand, die halt regelmäßig auf den Stock gesetzt werden müssen, je nachdem, was für Arten das sind. In Schleswig-Holstein sagen wir so 7 bis 12 Jahre dauert das. Und dann macht man das eben sukzessive, sodass man immer einen Bereich hat, der gerade auf den Stock gesetzt wurde, und andere Bereiche, die langsam wieder hochwachsen.
Wenn man das über große Flächen gleichzeitig macht, dann hat man halt den entsprechenden Vögeln und den Insekten, da ist man den Lebensraum für einen Sommer weggenommen, das muss ja erst nachwachsen. Minister Römmel hat auch betont, dass er das auch absolut nicht gut heißt und dass er auch findet, das war jetzt nicht mal zu viel. Überlegungen gab es dann noch, das war so ein bisschen Gelegenheit nach Diebe. Wir hatten ja keinen richtigen Winter, das heißt, die Deutschen sind mit Schneeschippen und Salzstreuen beschäftigt waren. Die haben ja gesagt, auch wenn wir filmen, haben auch Bäume, ne? Jetzt schauen wir mal richtig rein, damit wir haben Zeit, ja genau. Und die wollen also die entsprechenden Verordnungen da auch nochmal durchgucken und eventuell genauer formulieren, dass sowas nicht mehr vorkommt in der Form. Das war's. Habe ich was vergessen? Hervorragend. Ich habe die Anhörung, obwohl das ja weit bekannter hat, schon zwei Wochen gesprochen, noch reingeschrieben, weil jetzt am 28.04. ist, zum Verbot von Veterinarien. Und sonst hier Thema, wo noch reingeschrieben. Ja, das hatte ich reingeschrieben. Also die Gelsenkirchener Piraten haben Probleme mit einer Raffinerie in Gelsenkirchen, die 19 Tonnen aromatische Kohlenwasserstoffe im Jahr rausschmeißt. Gelsenkirchen hat die höchste Kindersterblichkeit aller Städte in Nordrhein-Westfalen. Und ich denke mal, dass diese komische Raffinerie da ihren Teil dazu beiträgt, möglicherweise. Diese Raffinerie will erweitern. Die haben sich ein großes Stück Land weiter nördlich Richtung Kreis Recklinghausen gesichert. Und es ist aber unklar, was genau sie da bauen wollen. Die haben sich erstmal so einfach dieses Land halt unter den Nagel gerissen sozusagen und rücken nicht so recht damit raus, was sie denn da bauen wollen. Die Gelsenkirchener Piraten bitten um einen Termin mit mehreren Leuten zusammen. Also mit mir haben sie schon gesprochen damals. Ich würde die unter Umständen in den nächsten AK4 mit einladen. Der ist wann? Am Anfang April, ne? Zwei Wochen. Ja, bin ich da überhaupt da? Ist die Frage. Das wäre nämlich soll ich doch mal nachgucken? 7.4. Ja, bin ich da? Ich bin nicht da. Ich hab da nach dem Irrbitte. Was? Nach dem Irrbitte. Ja, da bin ich noch da. Reise durch die Sinne beginnt. Da leben wir auch noch. Reise durch die Sinne beginnt. Ich auf jeden Fall. Also könnte man die vielleicht zum AK einladen. Und ich würde dann vielleicht auch gucken, ob wir. Das ist halt natürlich ein bisschen ungünstiger Termin für manche Leute. Mittags. An einem normalen Werktag. Und ob man andere Leute aus dem AK holt, auch vielleicht mit einlädt, die daran Interesse hätten an der Thematik. Und ob man dann diesen AK-Termin vielleicht verschiebt oder ob wir sagen, wir bieten denen noch einen anderen Termin an, wo wir uns mit denen treffen. Mambo, sagt. Ja, das ist wohl so, dass die gerne, also das persönliche Gespräch hat da schon Vorteile, weil die auch einiges an Material haben. Und ja, also ich kann denen ja sagen, dass die am 7.4. gerne hier zum AK kommen können. Dann setzen wir das auf die Tagesordnung. Ich nehme dann nochmal mit denen Kontakt auf und sage denen das und schicke das über die AK4-Liste, was dabei rausgekommen ist. Ist das okay? Ich bin da grundsätzlich nicht gegen. Wie sieht es bei anderen aus? Also es gibt jedenfalls keine Widerstände. Gut. Dann machen wir das erstmal so. Ja. Du informierst uns, ja. Ich informiere euch, genau. Ja, und dann ist noch die Idee, es gibt in Herne so einen Umwelttag, das machen die einmal im Jahr. Da sind auch die Piraten aus Herne immer. Und das ist eine ganz gute Veranstaltung. Wir müssten eigentlich ein bisschen Material mal haben, was wir verteilen können, ganz generell. Wir haben ja so ein bisschen was gemacht, wir haben eine Programmatik zu unserem Themenkreis. Wir haben auch einiges an Initiativen schon gestartet im Landtag und machen Anfragen als Mögliche. Dass man das mal ein bisschen zusammenfasst, mir schwebt sowas Ähnliches vor wie ein Flyer-Piraten wirken, bloß auf unseren Arbeitsbereich eben beschränkt. Vielleicht auch mehrere Flyer, vielleicht kann man auch immer so viel zusammen, dass wir mehrere Flyer machen können, dass man die mal entwirft, zusammen mit dem AK-Kult vielleicht auch, und dann druckt und zu verteilen hat. Die Frage ist für mich, machen wir das als Fraktionsflyer, dann ist es schwierig, das im Wahlkampf zu verwenden. Oder entwerfen wir diese Flyer als Piraten und drucken die dann auf eigene Kosten. Zum Beispiel können wir ja sehen, dass wir vielleicht die MDLs mal ein bisschen in die Tasche greifen und das als Sachspender an die Partei dann machen, solche Flyer. Was haltet ihr von der Idee? Grundsätzlich es funktionieren solche Dinge immer sehr gut, wenn sie einfach jemand macht. Also ich
glaube niemand, ich glaube mal, dass niemand was dagegen hat, wenn wir solche Flyer haben, sondern im Gegenteil, erstmal sehr begrüßt wird, man muss es nur machen. Wenn du dich dahinter setzt, dann wird das sicherlich auch was. Ja, wenn ich das mache für meinen Bereich. Was ist mit deinem Bereich? Was ist mit Kais Bereich? Was ist mit Simone? Und ich bin sehr dafür, dass die Leute das selber machen, weil die das am besten wissen und am tiefsten drinstecken. Notfalls halt einholen der Sachen. Ja. Die Frage nach dem, ob es eine, also notfalls sich auch darum kümmern, dass andere was tun, was die die Sache mit dem Partei und der Fraktur betrifft, ist natürlich relevant. Das ist klar. Auch die Sache mit dem Wahlkampf-Einsatz ist richtig erkannt. Dass der Vorteil ist, dass Flyer nicht so teuer sind, als dass sie nicht irgendwie finanzierbar wären. Flyer sind eigentlich ja das relativ günstigste. Ich meine, Faltblätter, nicht diese kleinen, was man so als Flyer sieht. Ja, also auch Folder, also auch gefaltete Flyer sind noch relativ einfach zu, zu finanzieren. Die, also auch mit 80 Euro in der Hand kann man was bewegen, ja, dann reichen sie einem vielleicht noch nicht, aber sagen wir so, für 200 Euro kriegt man eine Kiste, die muss man erstmal loswerden. So ähnlich. Und das ist schon, denke ich mal, eine Größenordnung, die man schon irgendwie finanzieren kann, sodass wir jetzt nicht lange so diskutieren müssen, ob die Partei diese Flyer finanzieren. Die kriegt sie. Also wenn wir das so machen, ja, also, kriegt sie. Oder die, ob die, ja, ne, also nicht, wir müssen auch nicht, aus, nicht wir müssen es nicht extra als Fraktionsflyer machen, weil wir sonst keine andere Finanzierungsmöglichkeit haben, das wollte ich sagen. Genau. Ja. Okay, so, Kommentare sonst noch dazu? Die Pressestelle ist ja auch im Moment in der Mache, ne, das zu aktualisieren, was Piraten, würde mich das halt parallel irgendwie das praktisch das gleiche nochmal erarbeiten. Nee, die Pressestelle macht, soweit ich weiß, macht die so einen Generalflyer für die Gesamtfraktion? Ja, aber das kriegt da ja auch schon Themen zusammen. Nee. Und einfach gucken, was da vielleicht auch schon. Ja, aber die Pressestelle da einbinden ist ein bisschen kritisch, weil das Fraktionsangestellte sind, ne? Muss auch mal gucken. Ja. Ja, das war es korrekt gemacht. Also das ist klar, also wenn es jetzt tatsächlich Parteiflyer war. Nicht die Arbeiten zu diesem Flyer, sondern einfach mal gucken, was da schon erarbeitet worden ist, dass man nicht parallel das Ganze hat. Synergieeffekte nutzen. Ja, sowas. Das heißt Raubkopieren. Remix macht glücklich. So. Sharing is caring. So, das waren die Sachen, die ich da reingeschrieben hatte. Unterausschuss Klimaschutzplan. Ja, wir hatten einen riesigen Workshop, einen ganztägigen Workshop, wo alle möglichen Arbeitsgruppen, die es so gibt, so ihre Arbeitsstände vorgestellt haben. Da sind einige hundert Seiten, die man dann so durchgegangen ist im Schnelldurchgang. Und ja, war recht interessant. Die machen schon so einiges, aber eben das zeigt sich halt auch immer wieder das Problem in diesem Klimaschutzgesetz, an dem sich ja dieser Klimaschutzplan orientiert, dass das eben unzureichend ist, dass es halt nur die öffentlichen Gebäude betrifft und dieses ganze Gejammer, was die Opposition, anderen Oppositionsparteien veranstaltet haben und die Wirtschaft und was die Presse dann auch aufgegriffen hatte mit Arbeitsplätzen, so, das ist alles ein Witz. Ne? Die Wirtschaft ist davon fast gar nicht betroffen im Moment und das ist tatsächlich auch schade, denn in Wirklichkeit ist das eine große Chance, dieser Klimaschutz, unserem Klimaschutzgesetz und Klimaschutzplan. Nämlich auch gerade im Zusammenhang mit Arbeitsplätzen, mit neuen und technologisch hochwertigen Arbeitsplätzen. Und das wird einfach nicht gesehen. Das finde ich immer wieder ärgerlich. Ja, das war's so. Also ich will jetzt nicht diese ganzen hunderte von Seiten hier einzelnen vorstellen. Im Detail, das kann man sich runterladen, wer das will, und sich das durchlesen. Gut, ich schreibe auf, die Wirtschaft ist leider nicht betroffen. gut, gibt es Fragen dazu? Anmerkungen? Ja, für die Wirtschaft gibt es heute Abend ein Treffen in der Turnhalle oder wo das ist, ich weiß nicht, wo das ist, da haben wir eingeladen, den Klimaschutzplan mit Wirtschaftsleuten zu diskutieren. Und die dürfen immer mitmachen und werden gefordert. Und das gibt auch jede Menge Firmen hier in NRW, die da wirklich viel machen und Interesse haben. Das ist gar nicht so ohne. Vor allen Dingen eigene Energieversorgung herstellen. Es gibt auch einen ganz bekannten Bierbrauerei hier in NRW. Und es gibt diverse Städte oder Dörfer, wie groß weiß ich jetzt nicht genau,
die jetzt schon alles auf erneuerbare Energien umgestellt haben. Und also so ganz untätig sind die Firmen hier nicht, aber sie werden halt durch das Klimaschutzgesetz nicht gezwungen, sondern sie sollen aufgefordert werden, mitzumachen, so wie das die Grünen immer so schön sagen, damit das scheue Reh des Kapitals nicht verscheucht wird. Genau. Oh. Und das ist also der Unternehmenskongress 2014, der ist heute um 16.30 Uhr in den Rheinterrassen, Josef Beuys Ufer 33, 40, 479 Düsseldorf. Da werde ich dann nachher auch zu finden sein. Da werde ich zu finden sein. Das ist Gold, ja. Lecker essen. Doch, Trainer, jetzt hat sie auch jetzt dahin. Sonst noch Ergänzung? Möchte euch jemand an Tjörgs Begleitung mitgehen? Ja. Ansonsten. Es gibt Schnittchen, Kai. Ach so. Schnittchen, Kai. Parlamentariergruppe Bahn. Gibt es da was Neues? Nein. Nichts Neues. Haben wir irgendwas für die Enquete-Kommission Chemische Industrie zu sagen? Eventuell auch nicht öffentlich. Wir hatten eine Anhörung. Die war ganz spannend. Das habe ich ein Argument verwendet in meinem letzten Kamingespräch bei den Stadtwerken, das war mal hochspannend. Bin ja eingeladen worden zu den Stadtwerken mit Thomas Eiskirch, Thomas Kufen und Dietmar Bockes zusammen. Die Grünen waren nicht da, wir haben im Vorfeld noch Fragen beantwortet für die. Und dann saß ich da in dieser Runde und alles klagte sein Leid darüber, dass Großkraftwerke nicht funktionieren. Und ich kann nicht umhin, denen zu sagen, dass das Geschäftsmodell Großkraftwerk halt kaputt ist und auch nicht zu retten ist. Und dass das ja auch gewollt ist. Ja, einerseits macht das natürlich Spaß, andererseits ist es auch blöd, wenn du dann wirklich als Einziger in dieser Runde diese Meinung vertrittst, beziehungsweise denen das sagst und dich dann sparsam angucken. Interessant daran war halt, dass wir in dieser Anhörung über Energiespeicher, hat dann der Professor Sauer, mit dem muss ich auch noch einen Termin machen, halt vom Stapel gelassen, dass wir also absolut in der Lage sein werden, die Netzstabilität mit Leistungselektronik zu gewährleisten. Ja, es gibt ja immer wieder das Argument, man bräuchte diese Großkraftwerke, um die Netzstabilität zu halten. Und der Meinung war ich eigentlich noch nie, weil ich immer dachte, das muss doch auch mit Elektronik gehen. Und er hat halt gesagt, nee, das ist so, das können wir mit Elektronik regeln. Demnach wäre ein Netz sehr gut vorstellbar, in dem überhaupt keine Großkraftwerke mehr existieren und die Leistungselektronik im Prinzip die Stabilität vorhält. Und das habe ich dann den Stadtwerken da auch so vorgetragen und dann da auch ein bisschen böse Kommentare für geerntet. Weil das ja immer noch so ein Rückzugspunkt ist für diese Großkraftwerke, zu sagen, wir brauchen die für die Netzstabilität. Die berühmte Grundlast auch. Ja, ja, ne? Das? Die berühmte Grundlast und die Netzstabilität. Ja, es geht um die Netzstabilität. Ja. Die Grundlast sind wir, glaube ich, schon relativ raus. Also das ist so diese Netzstabilität ist so die letzte Bastion der Großkraftwerke, sage ich mal. Und ja, die habe ich dann halt angegriffen an der Stelle und habe dann natürlich auch jemanden gehabt, der Ingenieur war und sagte, das stimmt nicht, das geht nicht. Ach ja, ich trainiere meine Meinung nicht anders. Ne? Und ja, das war halt also ein Nebenprodukt dieser Energiespeicheranhörung, die ansonsten auch sehr ergiebig war. Ich habe relativ viel gelernt. Was hat das mit dem Konkret zu tun? Bitte? Das ist ein Kapitel. Okay, ein Kapitel ist Energiespeicher, chemische Speicher. Und wir sehen tatsächlich ein enormes Potenzial im Speichern. Ne? Für die chemische Industrie. Und wir müssten langsam mit Speichern anfangen, sagen wir es mal so. Es wird echt Zeit, da wirklich massiv in den Markt zu treten und dafür zu sorgen, dass wir Speichern bekommen. Und interessant an dieser Anhörung war halt im Prinzip auch, dass sie so unserer Auffassung bisher komplett recht geben, die Experten, und zwar insofern, als dass ich immer gesagt habe, es gibt nicht dieses eine große Speicherkraftwerk, das viele Kapazitäten schafft, also auch der Speicher ist dezentral. Ne? Und sagt man halt auch, für unterschiedliche Anwendungen gibt es hier unterschiedlichen Speicher.
Es gibt jetzt nicht irgendwie eine politische Maxime, die man fordern könnte, so wir müssen jetzt diesen Speicher speziell fördern, sondern die Forderung muss sein, Speicher, 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 egal wo, und die Vernetzung dieser dann am Ende. Also im Prinzip das auch das Modell, auch das beim E-Mobil ja auch interessant ist. Das E-Mobil steht im Auto, im Keller und ist halt der Speicher. Und ja, dahingehend verlief die Anhörung dann auch, was die Technologie betrifft, dass sie sagten, keine Festlegung auf eine Technologie, sondern den Markt das im Prinzip besorgen lassen. Und die Speicher selber sind auch dezentral. Das ist auch nicht irgendwie von einem Großspeicher. Wir brauchen eigentlich nur möglichst viele Speicher. Habe ich da inhaltlich irgendwas vergessen? Sind diese Anhörungen eigentlich auch nicht öffentlich? Oder? Ja, die war öffentlich, ne? Okay. Also da waren aber noch zusätzliche Leute zugelassen. Und die waren zwei Journalisten zugelassen am Anfang und dann war es nicht öffentlich, also es wird immer hinterher die Stellungnahme zumindest online gestellt. Also es gibt den Artikel auch auf der Landtagsseite von der Anhörung. Der war eine Stunde später oder so war der online. Im Landtag da, die arbeiten da ziemlich fix. Gut, das sieht dann nicht so aus, als ob das völlig nicht öffentlich ist. Ist das denn nicht ein spannendes Thema für einen Antrag außerhalb der Enquete? Also Förderung also, der Speicher? Ja, interessant. Die Frage ist halt nur, prescht man wirklich vor? Wir haben ja jetzt auch von der CDU wieder Wirtschaft, Arbeitsplätze über alles und die Chemieindustrie besorgt uns das, diesen Antrag im letzten Plenum gehabt. Der ja auch wieder dieser Enquete vorgreift und der auch wieder sagt, so ist die Welt und die Enquete im Prinzip außen vor lässt. Und das haben wir auch immer wieder an vielen Stellen, dann treffen sich ja Leute und arbeiten konstruktiv an etwas und kommt ein Antrag von der anderen Seite. Weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich habe darüber nachgedacht, sicherlich, weil Speichertechnologien sind nicht so in der Ferne, wie noch behauptet wurde kürzlich. Ich glaube, dass wir uns sehr bald um Speicher kümmern müssen und dass wir durchaus einen Antrag machen können. Ist dann die Frage, reiße ich das jetzt aus der Enquete raus oder sage ich, wir warten die Enquete mal ab? Ja. Bin da ein bisschen ambivalent. Ja. Energiewende und so. Ja. Zumal jetzt der NRW-Bezug, also dann müsste man ja dann eine Förderung verlangen. Und eine Förderung dieser Art gibt es derzeit in NRW gar nicht. Also das heißt, eine Förderung dieser, die sowas fördern könnte, ist mir zumindest in NRW nicht bekannt. Also allein von der Struktur her. Nee, es gibt KfW-Mittel doch, oder? Hm? Gibt es nicht KfW-Mittel für Geizhitz? Ja gut, man könnte Mittel woanders herholen. Also, aber es gibt keine Projektförderung. Zur Förderung, das hatten wir auch in der Anhörung, wurde es auch gesagt. Zur Förderung habe ich mir noch was anderes aufgeschrieben. Da kam nämlich ganz klar die Aussage, das Fördermodell in NRW wäre echt für die Füße und das würde keiner gerne nehmen. Also das NRW-Geld ist nicht geliebt, hat er glaube ich gesagt. Ne? Und da wäre mal zu überlegen, ob man das Fördermodell von NRW nicht mal aufs Korn nimmt und mal hinterfragt, ob das sinnvoll ist, wie es ist. Weil wirklich die Aussage im Raum steht, nee, die NRW-Gelder will keiner. Das ist zu viel Aufwand, das Geld zu verwenden. Ja. Bürokratischer Aufwand, also die bürokratische Hürde für das Geld. Und privat, also im Baubereich? Nein, von meinem Projekt. Okay. Also nicht Piraten, sondern also ein Forschungsprojekt. Okay. Was war das nicht? NRW-Bank oder? Also das wäre dann. Da sollten wir durchaus mal drüber reden, weil ich habe nur noch keine Position, was besonders hübsch sein könnte. Entwickelt. Aber es ist so, dass andere Bundesländer, zumindest vom Image her, was die Förderung betrifft, Baden-Württemberg zum Beispiel, wesentlich besser aufgestellt sind. Ja, das und können wir dann aber mal an anderer Stelle machen. Da werde ich wahrscheinlich dann generell mal. Können wir generell mal angehen. Das ist also gar nicht so unschick. Gibt es ja, es ist mal abgesehen davon, dass Linus ja gerade jetzt, dass ihr jetzt ja gerade mit einem Antrag zumindest in die Richtung. Ja. Also es gibt ja das neue EFRON, angeblich wird es jetzt auch entbürokratisiert, aber wie weit denn das jetzt im Teil stimmt, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ja. Weil im EFRON wird ja ganz viel gefördert, also jetzt nicht nur um die Wirtschaft, sondern halt, ich weiß nicht, 20% glaube ich geht für
auch Umweltsachen drauf. Also 20 oder 25 habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Also da sind ein paar hundert Millionen auch für Umweltsachen. Das heißt, Speicher wird, können, wird können für Umweltsachen werden. Verschleudert? Bitte? Wird für, nee, das ist normal. Ja. Ja, aber das mit den Fördern ist ja, wenn das so Bürokratenaufwand ist, natürlich schräg. Das hat man ja bei der, beim Bau und Mietwohnungen ja auch, dass sie, du kriegst ja so wenig, brauchst ja wenig Zinsen zahlen, wenn du einen Kredit aufnimmst. Und wenn du noch Bürokratenkram machen willst, wir machen gut, das ist momentan das Problem. Und da kannst du die Leute ja nicht zu zwingen, was zu machen. Andererseits, Universitäten nehmen ja meistens nicht Kredit auf, um Projekte zu verwirklichen. Es gibt eine große Debatte, ob man Projektförderung machen will oder allgemein, dass man es von der Steuer absetzen kann. Das ist eine große Debatte, aber eher auf Bundesebene. Bei der Projektsteuerung ist halt so, dass du natürlich dann der Staat oder die Verwaltung halt schöne Projekte auswählt. Als Prämisse natürlich, dass der Staat und die Verwaltung das kann, das wirklich herauspicken kann, was gefördert werden soll. Und aber halt relativ viel Bürokratie, ne? Wie mit Nachweisen etc. und Ausschreibungen und so. Und bei der steuerlichen Förderung, da wird ja alles, also jeder, der irgendwie forscht, wie man es auch immer definiert, würde es halt irgendwie absetzen können. Und das wäre halt viel dezentraler, aber dann würdest du halt alles fördern. Ne? Dann hätte keiner mehr Einfluss darauf, was genau gefördert wird. Und das, also es gibt so zwei unterschiedliche Modelle. Und in Deutschland ist sehr viel Projektförderung, in anderen Ländern gibt es halt auch diese abstrakte Steuerabschätzung. Wobei in der EU, wahrscheinlich aus Deutschland abgeguckt, die Projektförderung ähnlich aussieht wie ein Bund. Dass er auch bestimmte Linien, Bekanntmachungen zu bestimmten Feldern, wie zum Beispiel Energiespeicher, und dann gibt es dafür ein bestimmtes Budget und dann gibt es da bestimmte Projekte und dann gibt es da bestimmte Bedingungen und wie viele und welche Partner du mit reinnehmen kannst. Natürlich musst du bürokratischen hohen Aufwand machen, muss sehr genau nachhalten, für was die Mitarbeiter wann irgendwie arbeiten und so. Bei EU noch ein bisschen schlimmer als beim Bund. Und man sucht halt sehr genau raus, was man fördern möchte. Also keine, mit freier Wissenschaft hat das dann nicht viel zu tun, sondern ja. Man sagt halt, ich möchte genau dieses Ergebnis erreichen. Ja. Oder zumindest dieses Projekt fördern. Es gibt natürlich auch Sachen, wo man nicht weiß, was rauskommt, aber es gibt das auch Projektförderung im Bereich Grundlagen, aber es ist, man sagt schon klar, was man gerne vorantreiben möchte. Und NRW hat keine Projektförderung, es gibt aber Bundesländer, die Projektförderung haben, wenn auch nur im sehr kleinen Stil. NRW macht Projektförderung. Ja, aber nicht mit einem Geld. No. Ja? Nee, mit EU-Geld. Aber die NRW-Bank hat doch eigentlich Geld. C2? C2? Ist alles EU-Geld, ne? Ja, die Hälfte ist natürlich. Okay, anteilig mal. Ja, also ich kann jetzt nur für ein Wirtschaft. Der hat kein eigenes Projekt. Also kein eigenes Programm. Nee, also das Allermeiste läuft, also im Wirtschaftsbereich, für andere Bereiche kann ich ja nicht sprechen. Ne? Wirtschaftsbereich läuft jetzt mal geschätzt 90%, also den größten Teil über EFRE und dann noch ein bisschen was über Bund-Länder-Programme. Ja. Und die landeseigene Projektförderung 7 Millionen. Mit. Ja, ja, es ist. Fast dadurch komplett eingestellt worden. Deswegen auch immer diese zunächst langweiligen Diskussionen, in welchem Fördertopf können wir das machen. Aber dahinter steht das, wenn wir das nicht in so einen EU-Fördertopf reinbekommen, dann wird es nicht gemacht. Also, ne? Einfach kein Geld dafür da ist. Gut. Gibt uns diese Debatte hier jetzt? Also, nö, erstmal wissen wir, dass es das Thema gibt. Ja, ja. So, das reicht heute erstmal. Ich kann ja gleich nochmal mit den AK3 sagen, dass wir darüber gesprochen haben. Gut, haben wir sonst noch was Schönes für uns heute? Wir haben eine Anhörung vergessen, die noch ansteht zur Kappungsgrenzenverordnung. Oh, die weiß ich gerade selber nicht, wann die ist. Die ist terminlich nicht festgelegt, das machen wir wahrscheinlich übermorgen, aber sie wird gerade vorbereitet. Die Sachbeschädigung sind benannt. Und es wird eine kleine Anhörung, also ein Sachbeschädigungsgespräch. Ah ja, stimmt, das war die ja. Genau. Ich vermute, dass sie im Mai stattfinden wird. Eigentlich war es eine schriftliche Anhörung mit Fachgesprächen und ähnliches. Es gibt auch eine Anhörung von Forschung und Entwicklung. Jetzt Anfang April, Oliver.
FUE irgendwas. Stimmt. Ja, gibt es. Habe ich auch irgendwo, die habe ich auch irgendwo im Kalender stehen. Ach so, eine Sache, das können wir aber auch, oder sollten wir morgen spätestens besprechen. Ich lag's jetzt, werf's jetzt nur in eine Runde. Wir müssen auch noch gucken, ob wir zum was wir mit dem Sozialticket weitermachen wollen. Was meinst du? Ja, ich schlage zum Beispiel vor, hier eine schriftliche Anhörung. Okay. Eine Evaluation des Sozialticket, ja, finde ich gut, ja. Morgen nochmal besprechen. Ja. Gut, dann sind wir soweit durch. Dorms. Ich wünsche einen guten Appetit und hier ist irgendwie dunkel geworden. Lecker Schnittchen, ja. Das willst du deine Sachen sehen, oder? Ja, klar. Lass mal.